So, da sind wir zurück. Zug läuft gerade durch Oh, und der greift an. Philipp wird da Oh, angegriffen. Dreck. Wie sieht's aus? Ach du Scheiße, ich mach Rückzug. Okay. Entscheidende Niederlage. Selber schlagen ist Quatsch. Nein! Der kommt von außen! Über den Fluss angreifen! Verdammt! Oder es war noch eine andere. Nee, eine andere, ich dachte, ja. Man kann über den Fluss nicht laufen und dann nicht angreifen. Oh shit, Digga. Eine volle Armee, ne? Hätten wir wieder lieber zu zweit gegen die Einheit kämpfen, Mann. Oh oh. Oh oh. Was mit der jetzt? Oh, weia. Kann die auch nicht mehr zurückziehen? Ja, da ist auf der anderen Seite die andere. Scheiße. Jo, Jungs, das war mal kurz knackig in 3-4 Runden mal kurz 3 Armeen von Philipp. Okay. Das ist interessant. Das Problem, aber ich hoffe jetzt für dich, dass du wenigstens Kandidaten hast. Weil derartig kann ich dich ja irgendwie versuchen zu unterstützen, aber weißt du? Ich mache jetzt erstmal eine Weile genug Geld. Eieiei. Also, du musst ja jetzt einfach nur Frieden machen, ne? Wenn Frieden geht bei dir, dann ist ja auch alles erstmal tutti, ne? Genau. So, das wollte ich mal gucken. Der hatte wie viel verdammte Erfahrungspunkte? Oh Mann, das habe ich mir nicht gemerkt, Alter. Wie hast denn du gehabt? Warst du das? Was mit 96.000? Ich glaube, du hast keine Erfahrungspunkte dazu gekriegt. Und wenn nicht, bin ich ja auch noch da, falls er deine Reiche überfällt. So ein bisschen, weißt du? Ja, nun. Mit einer Armee. Aber man. Ja, wir haben einfach. Das war einfach. Wir haben auch zu greedy. Soll man einfach so sagen. Wir hätten einfach warten können. Und die einzelnen Hinterhalt locken anstatt. Kranker Shit, Alter. Ist das richtig, was ich machen sollte jetzt eigentlich? Die beiden laufen gleich nochmal. Das Problem ist, ich muss einen auch noch eine Armee aufbauen. Das ist kacke, Digga. Nee, machen wir jetzt langsam noch mal eine Armee, oder? Du brauchst ja. Ah, das Problem ist, ich habe nicht so richtig viel Knete. Wenn nur nämlich mindestens. Ich, ah ja, und ich würde dann die neuen, auf jeden Fall die neuen Leute reinbauen, die kosten ja noch mehr. Na klar, Alter. Dön dir. Was ist mit Reform hier? 4 Runden, scheiße. Das ist also auch nichts. Das ist doch alles schwul, Digga. Ja, ich weiß da nicht, ob ich jetzt irgendwie groß was. So, ich will jetzt mal eine Sache, und zwar, wenn er in der Stadt steht, kriegt er dann Erfahrungspunkte. 108.513. Warte mal, Sturz. Kannst du auch schon dran sein. 108.513. Nächste Runde. Du bist dran. Schreib mir das jetzt auf. Ich will mal wissen, wann die Erfahrungspunkte kriegen. Außer jetzt bei Schlachten. Weißt du, was ich meine? Ich nehm kurz die Stadt ein. Mach das mal. Alter, alle tot, ja, ich weiß, alle tot. Wieso steigt mein Rang jetzt? Vielleicht ein Gebäude fertig geworden, eine Stadt ist wahrscheinlich. Ach, siehst du, ich wollte ja gucken, wie viel Prestigepunkte und so. Alter, kann ich jetzt machen. So, Jungs. Jetzt pro Level gibt's 5 Punkte, hab ich gerade geguckt. Ja, siehst du, das heißt, Stufe 8 bringt mir. Aber ich habe so alles Stufe 30 7, Prestigepunkte. Genau, und ich habe halt alles auf Level 7, macht 25. Du hast ja nicht alles auf Level 7. Naja, aber dann hast du Ding ist Level 4. Wie viel hast du denn insgesamt? Ruhig gleich. Ich habe halt, glaube ich, ich habe halt mehr Städte, aber ich glaube nicht mehr Regionen. Also hier diese einzelnen Dinger, da hast du, glaube ich, mehr, weil du teilweise Gebiete hast mit 3 und so, weißt du? Ah, okay, ja. Können wir gleich mal gucken. Das sieht man doch bestimmt irgendwo bei der Statistik oder irgendwie sowas. Aufzeichnungen, Fraktionsrat? Nee, hier sowieso ne. Hier Schwachköppe sowieso ne. Achso. Tätig gucken wir mal. Ja, immer noch Industrie vorhanden, sehr gut. Auch nicht. Hier sieht man's. Ich habe 13 Komtureien. Warte kurz, ich mach, versuch kurz noch 1, 2, 3, 4, Frieden zu schließen, 6, mal gucken. 7, 8. 10, 11. Ah ja, ich habe 11 richtige und 2 umkämpfte. Okay. Kann ich nicht auch gucken, wie viel Philipp hat? Nee, nee, ne? Da kann ich auch nicht raufklicken. Sind die hier, ne? Alle
7 bis 10 Jahre ging das hier. Hier 7 Jahre, hier 7 Jahre, hier von hier nach hier 7 Jahre, von hier nach hier 7 Jahre und hier 7 Jahre. Und hier jetzt mal 9 Jahre gedauert. Vom zweiten Marquis zum Marquis. Sonst war das stetig. Ja, das stetig. So muss das auch. Ach, heißt du jetzt Tai? Irgendwas hat sich geändert, ja, genau. Thai-Bruderschaft. Ja, klingt voll geil. Thai-Chi. Mein Bruderschaft und die hat eine Frau als Anführerin, alles klar. Aber Philipp ist jetzt die Thai-Bruderschaft. Da hast du den überhaupt? Ja, doch, die hast du ja noch, ne? Klar, die hätte ja auch nicht verloren. Richtig? So, jetzt hast du aber eine Klar, neue die Armee zum nicht gewinnt. Beispiel und die fickt ja alles weg. Vielleicht. Nicht Gebiet haben, ne? Wie sieht's denn aus Unterstützung zu mit halten, Frieden? genau. Ich mach gerade, ich will noch ein Gebiet dazu haben. Ja, Ackerland oben. Nee, das geht nicht. Gar nicht. Oh, ich hab so viel Scheiß, Mann. Ich hab hier 9 Sachen. Dann nimm die Pferdeweiden von Yin Cheng. Ist wenigstens dann deine Komturei voll. Genau. Das Ding hier. Wo, wie Ja, gesagt, das kann Philipp. ich Mein machen. Philipp hat, ist so krass. Philipp kann theoretisch, wenn er die Pferdeweiden mindestens auf 3, wenn nicht sogar auf 5 ausbauen würde, dann kann er einfach Reiter kostenlos bauen. Aber das checkt er nicht. Das will er nicht. Das hast du mir noch nie gesagt. Jedes davon gibt dir, ich glaube, 20% Reduzierung. A, Reduzierungskosten, B, Ey, du hast Unterhalt. kostenlos gesagt. Ey, also ich kann nur sagen, Jungs, ich habe ja ein Einzelspielerspiel. Da habe ich ja mit den Typen, da wo Philipp es eingenommen hat, den Typen habe ich angefangen. Nee, nicht den Jensen hier. Wu oder sowas, ja. Wie heißt das Ding? Voodoo. Genau, hier habe ich angefangen. Keine Ahnung, wie der Typ hieß, in so ein Stadtstaatstyp hier, ja. So, und ich hatte 2 Pferdeweiden. Obwohl, ich habe, wenn ich das gerade sehe, habe ich wahrscheinlich 3 gehabt. 2 oder 3 Pferdeweiden. Ich habe die Kavallerie kostenlos gebaut und die haben keinen Unterhalt gekostet. Und zwar nicht die billige Kavallerie, sondern das ist ein Pferdereitervolk. Ne? Also die Kavallerie, die sonst 3000 kostet, die waren kostenlos. Und haben keinen Unterhalt gehabt. Ne? Weil du einfach, du gehst einfach, weil du hast einfach 100% Reduzierung irgendwann sozusagen durch ein paar Forschungen noch. Du hast ja zum Beispiel allein die normale Anfangsforschung, warte, ich zeig's dir mal, wenn ich sie finde. Da hast du sowieso 8% Reduzierungs. Hier, 8% Reduzierungskosten, Franzosenzweig. Ich glaube, die ist gleich eine der ersten oder die hat man sogar am Anfang teilweise. So. Und das müsst ihr alles draufrechnen. Und dann seid ihr irgendwo bei 100% bei Kavallerie, wenn ihr diese Pferdeweiden habt. Die Dinger hier. Ich kann es euch nochmal zeigen. Vielleicht kann ich euch nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Da haben wir es doch hier. Pferdeweiden. So. Minus 20% Reduzierungskosten für Kavaliereinheiten, minus 20% Unterhalt. Und wenn ihr davon 2, 3 habt, plus die normalen Forschungen, die ihr gemacht habt, wenn ihr ein bisschen auf Militär gegangen seid, nicht viel, aber ein bisschen, und vielleicht noch einen Heerführer habt oder sonst, oder, nee, ihr habt ja dann noch dieses Musterungsfeld, also diese Ausbildungsstätte. Und wo haben wir denn den direkt schon wieder? Anping? Anping. So. Nee, das Ding hier. Auch nicht. Mann, wo ist denn das? Wo habe ich es denn getan? Nee, diese Schmiede, glaube ich, war das. Genau, da habt ihr nämlich, auch wenn ihr nur die habt oder so, wieder 10% Reduzierungskosten. Und damit kriegt ihr die kostenlos raus. Also, kostenlose, krasse Kavallerie. Nimmt man mit. Dann machst du auch wirklich in jeder Armee. Und das Ding ist, was ich dann zum Beispiel gemacht habe, das Volk von diesem Stadtstypi, der hat halt Bogenschützenkavallerie. Und die haben irgendwie, ach, schieß mich tot, 250 oder 300 Reichweite. Und die habe ich einfach, da habe ich einfach alle Bogenschützen, die ich habe, ausgetauscht mit Bogenschützenkavallerie. Warum? Weil die noch relativ gut im Nahkampf sind. Das ist so eine Doppeleinheit sozusagen. Das heißt, die habe ich jetzt nur noch als Bogenschützen benommen am Anfang. Und wenn die dann fertig waren mit ihrer Munition, dann habe ich sie einfach in den Nahkampf geschickt. Dann waren es auch noch bessere Nahkampfeinheiten. Und schnell. Ne? Also auch, kannst auch verlegen. Ne? Und die sind kostenlos! Deswegen habe ich, also ich habe ja, also ich habe die halbe Karte. Ich habe ungefähr. So, also hier, ich ziehe mal die Grenze, also das, oben hier habe ich alles. Ich bin jetzt hier, habe quasi unsere beiden Völker eingenommen, bin jetzt hier und bin hier so ungefähr, hier so rum geht's. So, den ganzen linken Dreck habe ich. So, und ich habe 10 Armeen. Und mache trotzdem 30.000 oder sowas, glaube ich, plus die Runde. Warum 30.000? Warum habe ich nicht 11 Warum oder ist das 12 Armeen? Weil ich so? keine Kandidaten mehr habe. Das ist das Problem irgendwann später. Ihr habt keine Kandidaten mehr, um neue Armeen aufzustellen. Also, es dauert einfach zu lange, um Kandidaten zu kriegen. Also, ne, also Kavallerie ist in der Hinsicht bei dem Spiel, wenn du diese Pferdeweiden paar hast, über nice. Und ich habe nur eine. Ja. Und das ist Kacke. Ich brauche eine zweite und eine zweite ist ja Wollen nirgendwo in der Nähe. wir kurz Wirklich. die Runde beenden, weil ich muss jetzt hier so übelst viel einstellen. Ich habe ja jetzt mein ganz, kann jetzt
viele Posten neu besetzen, einen Verwalter mehr und so. Und Jetzt alle, die naja, Aufnahme zum beenden Glück oder was? sind alle tot. Ja, es dauert jetzt, glaube ich, eine kurze Runde. Jutjuns, dann wird es so eine zusammengefasste Folge. Ne? Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis denn. So, da sind wir wieder. Kurz zurück. Thai-Bruderschaft hat mit Gondor einen Frieden gemacht. Haben wir gemerkt. Also Thai ist jetzt Philipp, der alte Muay Thai-Kämpfer. Jialong hat Königreich Ba gebeten, Krieg zu führen gegen Dondu. Na, siehst du, es kriegt Dondu von unten. Erst hat er von oben bekommen, jetzt von unten. Läuft auf jeden Fall. So, ich habe mich gerade entschlossen. Wir müssen mal wieder ein bisschen räubern. Deswegen laufen wir jetzt mal Marschieren. zu Gondu rüber. Mit unseren beiden Armeen. Ich wollte mal gucken, wie sieht es denn aus? Ist Kakao wirklich alleine in einer. Ja, Kakao ist alleine. Ja, siehst du. Easy peasy. Oh, platt den Wichser. Okay, nix, ne? Also konnte ich nicht machen. Die beiden sind das. So, jetzt wollte ich ja mal gucken. Wenn ich in der Stadt stehe mit dem Heerführer, kriege ich dort Erfahrungspunkte mit ihm? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Aber jetzt probieren wir mal was anderes aus. Und zwar, was ist. Ich meine, ich trete hier echt wenig, ne? Das heißt, ich kann es euch kurz mal vorrechnen. Ich trete 100. 152 Erfahrungspunkte. Also wahrscheinlich durch die 12% durch die Schule. Er schießt mich tot, keine Ahnung. Kriegt ihr 100, 130 Erfahrungspunkte, wenn ihr in der doofen Stadt steht. Jetzt die Frage, wenn ich draußen stehe in der Stadt und ein Zurückhalten. Lager aufschlage. Lagern. Guck, ob ich da was auch kriege. Gucken wir einfach mal. So, dann. Mein Hof ist ja noch prall gefüllt. Einheiten gibt es sogar auch, die ich rekrutieren könnte. Problem ist so ein bisschen mit geldlichen Ansatz, ne? Das Problem ist, dass diese Machst du Gebäude, nicht glaube so ich. noch pro, immer noch 9000 plus pro Runde? Ne, 13. So, weil brauchen wir eine Armee oder Ah, drei? ich brauche mal eine Armee. Also ich fange wenigstens. Ja, ich fange wenigstens an. Wo ist denn hier mein. Anping war das immer, ne? Ja, Anping. So. Armee aufstellen. Und zwar. Ach, wie heißt denn der? Ist das Yi Quin? Ja, der Typ hier ist das. Guten Tag. Für China. Hey, Strecker aufgestellt. Nachschub und Unterhalt des Gefolges. Super, jetzt mache ich 14.000. Versammelt alles. Baust eine Armee, trittst du, machst du 1.000 plus. Ja, der Typ. So, jetzt nehme ich die Frage der Fragen und wenn ich mal eine Frage habe, dann stelle ich die auch einfach so. Und zwar, es gibt ja jetzt diese tollen neuen Bodenschützen. Ich weißt du was? Scheiß drauf, ich baue die einfach. Ich brauche jetzt einfach diese tollen neuen Bodenschützen, diese Dinger hier. Beschützer der Erde, die sehen so geil aus. Da gib mir einer ab. Muss ich euch ehrlich sagen. So, ich würde gerne rekrutieren, Jungs. Und zwar Katapult. Die kosten die ja gar nichts, außer 2600. Nö. Ich rede mit meinen Beratern. Gott. So, und jetzt bräuchte Verstanden. ich Wir müssen Pläne ausarbeiten. Leute. Und zwar. Der würde sich vertragen. Wie alt ist denn der? 43 und Level 2? Leute, hallo. 28 und Level 3. Ration 2 der Korruption würde der machen. Ups. Ich glaube, ich habe gleich einen neuen Premierminister. Und der ist 26 und Stufe 4. Ey, und ist scheiße drauf, ja, auch wenn er sich nicht mit dem verträgt, aber der muss rein. Sorry, der Nicht muss einer rein. von euren 26 und Truppen Stufe 4, da muss man ja nicht mal fragen, da ist durch, ne? Die Eure ganze Chose ist hier Präsenz durch. ermutigt So, uns. und der Typ, der soll jetzt mal diese Hüter des Himmels bauen. Obwohl, nee, warte mal, wie machen wir es denn ein bisschen? Ach, statt die Dinger, wa? Ach, Mann, jetzt ist ja schon wieder. Jetzt ist schon wieder hier Puppe am Schmatzen. Und zwar. Was ist denn das hier eigentlich? Schwachsinn. Ach, der. Ach, ja, warte mal. Das Problem ist. Meine Supereinheiten sind ja Stufe, muss ich ja Stufe 5 Typ haben. Das heißt, ich kann ja nicht bauen. Das ist ja schon mal richtig schwul. Das heißt, wir bauen hier mal eine ganz andere Armee. Einfach mal, das wird so eine Palastwachenarmee. Leute, mal gucken, ob die was kann. Ich suche gerade, das sind meine Sondereinheiten, ne? Genau. Ich baue jetzt noch gleich mal viermal Kavallerie. Zweimal die Typen. Ich kann auch die Typen bauen. Kurz mal überlegen, Digga. Sorry. Kann mal kurz eine Stunde dauern. Was sind das alles Merkt schon, Könner? kann Gut ich den schon. Berittene, gute Rüstung. Ne, sind nur gut den Berittene. Da brauche ich nur vier davon.
Weißt du was, ich baue mal die Typen hier noch rein. Auch wenn ich die jetzt nicht so geil finde. So, und jetzt brauchen wir noch einen Typen dazu. Das ist einmal der Level 43er, da, ne, kannst du direkt stecken, der Typ. Aber we weißt du, wenigstens würde der ja irgendwie mit. Ach, ist das scheißegal, ob die sich mögen oder nicht. Das juckt mich doch, ne. Was tanzen du? Bist du irgendwie so ein Typ, der da. Was kannst du? Oh Mann, ey. Ihr seid ja alles totale Nappelbratzen. Ach, keine Ahnung, irgendeiner. Ach nee. Doch, komm, scheiß drauf, auch wenn er 42 ist, muss er halt durchhalten. So rumheulen. So, Kavallerie. Kavallerie. Nö, kostet auch gar nicht viel. 3400. Ach so. Scheiße, ich hab kein Geld mehr. Willst Das waren gerade 30.000, ne? was haben? Nee, das ist gut. Aber ich will jetzt die Armee aufstellen. Das heißt, warte mal. Willst du was haben, Alter? Du brauchst doch gerade das Geld, Mann. Wollen wir jetzt nicht so ein. Nee, ich brauche jetzt keine Armee erstmal. Ich mache jetzt erstmal eine Runde. Ohne nichts, oder was? Nur eine Runde lang nichts, ja. Ich mache erstmal eine Runde lang gar nichts und dann fange ich mal an, nichts zu machen. Da hörst du eigentlich, wie der Regen bei mir prasselt? Das ist ja Wahnsinn. Nö. Schön. Wenigstens bist du ehrlich. Oder vielleicht ist einfach nur zu laut. Ich höre meinen Computer, der steht ja auf dem Tisch. Jungs, ich brauche mal ein bisschen Geld von euch, wenn es geht, irgendwie viel. Wenn es geht. Okay, alles klar. Nö, die geben mir sogar richtig viel. Krass, das ist das Maximum, was ihr mir geben könnt, ihr Spinner. Ich handle mit euch so viel die. Ihr seid doch alle behindert. Seid ihr denn für Spinner, Alter? Das ist echt wirklich krass. Ich krieg's auf jeden Fall hin, Digga, alles gut. So, 2900 nochmal abgezwackt. Und jetzt ist halt die Frage, was ich brauche jetzt nochmal die Einheiten. Die kosten mich 700. So, jetzt habe ich theoretisch 8 Nahkämpfer, 4 Kavallerie, 6 Bodenschützen, beziehungsweise einmal Trebuchet und 5 Bodenschützen. Das ist doch okay. An sich. Versammelt alle. Wir So. müssen Pläne ausarbeiten. Stand jetzt mal noch 10.000 plus. Läuft. So, auf jeden Fall haben wir schon eine neue Armee ausgehoben. Das ist schon mal, also, ne, wenn das nie was ist, Digga, ich weiß auch nicht. Ich finde das nämlich richtig gut, dass so was ist. Und so. Wo ist denn der Name? In Anding baue ich die Ranger? immer. Was ist denn das für ein Penner hier? So ein grüner Typ, ne? Nee. Ich habe immer ganz viel mit List, ey, das ist ja belastend. Mal den Scheiß hier rein. Das bringt ja mal gar nichts. So, und du machst auf jeden Fall hier, weil du der Kavallerie-Typ bist, du kriegst auf jeden Fall diese komische Axt. Was ist das hier? Handelseinfluss, wenn er Erbe ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah, hier, du kannst eine neue Axt kriegen. Hier, danke. Ich krieg den Scheiß mal los. Okay, cool. Die Jungs, dachte, mach. Seit wann kannst du denn mal Madureur, Was? Marodeure des Schwarzen Berges, sondern das sind nicht meine Eliteeinheiten? Warum kannst du die auch bauen? Ne, das sind meine. Ja, ist anders. Ich hab den Schwarzenberg. Hab ich die falschen gebaut? Ey, machen wir jetzt nicht fertig, Digga. Was sind denn Ich meine? dachte nur, es wären. Nee, es sind meine. Marodeure, Jäger und Gesetzlose des Schwarzenberges. Das sind meine. Machen wir jetzt mal nicht fertig hier, Digga, Meine Alter. Fäuste der Räuberkönigin, so heißen meine. Ja, siehst du. Ja, bisschen anders, ne? So, und diese anderen Einheiten, siehst du die eigentlich, wenn ich die gebaut habe?
Ja, die sehen übelst krank aus. Sie sehen ein bisschen aus wie die Palastwachen vom Imperator. Das ist nach Star Wars. Ich habe keine Ahnung, die sind das arschteuer, aber ich weiß nicht, ob die was können. Deswegen, Ja, wahrscheinlich schon. und vor allem das Schlimme ist, dass die Mordeure dazu eigentlich total scheiße aussehen in der Armee. Also irgendwie muss ich die nochmal upgraden dann. Die sehen aus, als ob die da reinpassen würden. Drauf geschissen. So, Jungs, dann erstens Fraktionsrat. Wo seid denn ihr, Penner? Oh, da nicht. Hier. Können wir den, ich würde den ja mal einberufen. Danke. So, Mission tue ich mir gleich an, wenn Philipp dran ist. Jo, da haben wir schon mal das fertig. Der mustert noch ein bisschen. Die beiden Jungs laufen runter und er probiert mal aus, ob er mehr Erfahrung kriegt, wenn er in einem Lager steht. An sich ist die ganze Geschichte jetzt erstmal durch. Krass, halt, die haben fette Rüstungen und haben krass viele Angriffe, Mann. Die machen alles kaputt. Die Typen, meinst du? Ich hoffe. Ja. Ich hoffe, Alter. Nicht. Ich hab meinen Spion jetzt einfach eine Mission ausführen lassen, die er nicht hätte bestehen können. Ist er tot oder was? Und dann habe ich ihn zurückgeholt. Also er ist Ah! dann zurückgekommen. Clever! Also, wenn so ein Spion überläuft, hat Philipp gerade rausgefunden, macht ihr einfach so, dass ihr den sozusagen sagt: Ey, pass auf, mach mal die Mission. Er sagt sich so: Ja, klar, machen wir, ne? Und dann brichst du ab, weil er es eh nicht geschafft hätte, und dann kommt er zurück. Ist gut. Genau, und Gefällt mir, mein Bruder. jetzt will er aber nicht mehr spielen. Das So richtig ist so, jetzt wird er als Heerführer eingesetzt. ja. Nee, jetzt wird er hingerichtet. Oder so. Was gibt's denn das? Einkommen aus allen Quellen! Das wäre Geld. 15%. Ist Level 1. Achso, ja, was ist denn jetzt mit der nächsten Reform? Ich kann natürlich den Scheiß machen mit Charakterentwicklung. Ich glaube, das ist fast gar nicht so schlecht, die Idee. Was gibt's denn noch? Da ist eigentlich ein Problem hier. Was brauche ich dafür? Das Gebäude habe ich Werft nicht? alle Ideen ab, wie Bäume ihre Blätter. Ist das für ein Gebäude? Ja, Minen brauche ich nicht viel. Ja, ich kann auf Gebäudeunterhalt hier gehen. Was ist das? Einkommen aus Handel. Kunstwerkstätten, da kann ich ein bisschen was weiterentwickeln. Das wäre eine Idee. Einkommen aus Handel. Das wäre natürlich ein. Oh, Einkommen aus Industrie ist auch nicht schlecht. 15%, aber es würde mir kein Gebäude mehr geben. Verwalter mehr ist natürlich auch eine Idee. Alter Verwalter. Ist jetzt schlecht gewesen. Können wir das noch ein bisschen nochmal zurücknehmen? Ist das für ein Scheiß? Das ist auch so eine Forschung, der minus 5 Zufriedenheit, minus 25 Charaktergehalt, aber plus 5 Korruption würde ich dann niemals bauen, oder? Also niemals forschen. Ach, das ist Fron. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist Fronarbeit. Und das ist Umwandlung. Und deaktiviert Fronarbeit. Also eins von beiden kannst du nur machen. Entweder Bauzeit minus 1 oder 10% mehr Einkommen aus Industrie. Würde ich ganz normal Einkommen aus Industrie machen. Wenn ich du wäre. Wir könnten natürlich auch auf die stoßende Kriegsführung gehen. Noch Kronen, um prächtig über alle Rekrutierungskosten. Das könnten wir natürlich machen. Oder wir gehen hier unten drauf. Minus 2 Runden für Musterung. Und 10% mehr Nachschub. Oh, das wäre auch geil. Der Nachschubdreck. Das wäre auch geil. Irgendwie habe ich im Moment die Idee, mehr auf Geld zu gehen. Weiß auch nicht warum. Verwalter. Ich könnte halt das Gericht freischalten. Ist das in welcher blöden Stadt? Ah, hier habe ich da so ein Ding, ne? Ich habe schon das Sekretariat und ich müsste eigentlich. Ich müsste aufs Gericht gehen, Freunde. Das ist natürlich eine Idee. Ich schalte damit das Gericht frei. Würde auch wieder Korruption minus machen. Wo Dieses ist denn? Recht ist mit dem Leben und seinen Und eine Truppen verpflichtet. Verwalterposition mehr haben. Heißt wieder ein bisschen mehr Einkommen durch einen Verwalter. Was für Tempel hier eigentlich? Ah, das sind halt nur diese krassen Tempel, okay. Da würde ich halt auch ein bisschen Korruption bekämpfen. Was ist, wo ist. Achso, hier ist das Problem, ich habe einfach keine ländliche. Ich habe einfach keinen ländlichen Steuereintreiber. Diese komische Scheißbehörde habe ich einfach nicht. Ist natürlich total nervig. Musstest du gerade ins Mikro? Einfach so. Oder ich gehe hier oben einfach kurz nochmal auf die Münzprägung.
Habe ich wenigstens 8% Korruption schnell mal. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. So, im Moment müsste es ja mit der Korruption 18%. 28%. Ich bin ja im Moment, die Gebäude sind ja noch nicht fertig, ne? Das ist das Problem daran. Wir brauchen die noch. 4 Runden, Alter. Digga, wir müssen mal ein paar Runden abspulen, du. Ja, verstehst du? Machen wir hier ein paar Runden, Digga. Kein Plan, was ich irgendwo oder irgendwo bauen soll. Dann, nächste Runde. Und überlegst du, wenn ich dran bin. Dann ist ja schon zu spät. So, genau. Also Jungs, ich glaube, jetzt versuchen wir mal ein paar schnellere Runden zu machen. Ich habe jetzt eine Armee gebaut, die muss eh ein paar Runden mustern. Dann wird sie an die Front geschickt. Ja. Und ansonsten bei mir, ich habe theoretisch Krieg gegen Wu, aber den habe ich noch nicht einmal gesehen. Der kommt mal gar nicht in meine Nähe. Kannst gegen Gundu kämpfen. Auch gerade überlegt, ne, ob ich einfach den Gundu kämpfe und dir die Städte einfach gebe. Aber ich da mal, ich sag mal so, ich meine, wir müssen ja auch mal aus Federn lernen, ne? Also wenn ich jetzt da hinlaufe und auch vernichtet werde, dann sieht's immer ganz düster aus hier. Oh! Jetzt? Oh, was ist der? Was ist denn da? Wieso sieht man das? Wu hat Gundu gebeten, den Krieg beizutreten, den Chao Chao. Na, ist ja klar, kämpfe ich jetzt auch den Chao Chao. Warum sieht man das so unten? Rebellion der gelben Turbaner. Vielleicht bei ist Königreich Wu. Weiß ich nicht, vielleicht ist die voll cool. Siehst du das auch? Was? Nee, was? Okay. Bei Wu unten? Ne, er sieht doch nichts. Warum siehst du das? Ich sehe jetzt auf einmal gerade die Hauptstadt. Bist du der Rebell? Weiß nicht, hab ich jetzt. Oder habe ich jetzt. Ja. Ist das ein Bug oder was? Handelsabkommen mit denen gemacht? Nee, hab ich gar nicht. Jan Chao? Mein Spion ist langsam für den Arsch, Digga. Er kriegt nicht mehr in Deckung. Das dumme Ding. Was ein Penner, ey. Zu dumm so. Was ein Spacko. Okay. So, jetzt. Wie viel Erfahrung hast du gemacht, Junior? Sag mir jetzt nicht, dass du nur. Auch 100. Auch 152. Okay. Also auch 152. Also egal, ob ihr ein Lager hinstellt oder nicht. Das ist schon mal gut zu. Nicht so gut zu wissen. Die Sache ist halt die. Da ich jetzt eine andere Armee oben habe, werde ich den auch schnell an die Front holen. Damit der auch mal ein bisschen was macht. Du musst das noch. Es ist halt krass, ne? Also Mustern ist ja mal der Wahnsinn. So ist die im Endeffekt voll die Armee. Also wenn ihr Musterungen und so ein bisschen erforscht habt, das ist natürlich dann krasser Scheiß. Muss ich euch ehrlich sagen. Das ist cool. Ach so, wartet mal ganz kurz, bevor ich mich jetzt hier als der blödeste Typ überhaupt darstelle. Das ist ein 10% von 108.000. 1800, ne? 1080, ne? Okay, ja. Stimmt nicht. Okay, ich dachte nämlich gerade, wenn da nämlich steht, Charakterentwicklung 12% habe ich jetzt durch die Schule. Nicht, dass es einfach 12% von dem, was du hast, ist. Nee, es ist einfach nur positiv. Weißt du? Nicht, dass die alle jetzt 12% Charakter, 12% sozusagen einfach von ihrer aktuellen Charakterstufe kriegen. Das ist es nicht. Kann man schon mal ausschließen. Weil ich krieg nur 152. 152 ist halt 1,2% wären das. Das macht keinen Sinn. Okay, cool. Von daher, ich glaube, Digga, das ist eine schnelle Runde. Reform in 2. Also worauf habe ich mich jetzt entschieden? Korruption nochmal zu machen, ne? Damit ich mal wirklich mal ein bisschen Geld mache. Und falls ich. Genau, ist hier mal irgendwo eine Kupfermine für mich in der Nähe? Nee, Mann, überhaupt nicht. Bittere Last, ey. Was ist das hier eigentlich? Eine Eisenmine, ne? Oh, Eisenmine hätte ich auch Bock drauf. Oh, ich weiß nicht, echt. Ach, Mann. Ich weiß bei der Reform einfach nicht, was ich machen soll. Oder ich gehe wirklich auf diesen scheiß Privatlehrer. Was ist das eigentlich? Handelseinfluss. Das bringt halt auch nichts, ne? Handelseinfluss. Einkommen aus Handel wäre geil. Dazu müsste ich einen Privatlehrer machen. Das wäre noch mehr Charaktererfahrung. Oder ich gehe wirklich auf den Scheiß hier auf Charakter erfahren. Und lass es mit der Korruption erstmal sein. Weil im Moment mache ich ja Geld. Ich muss halt nur warten. Jede Runde.
Und wenn ich hier unten wieder Blödsinn mache, kann ich auch wieder ein bisschen. Ah, ich kann sogar Son wieder Gebiete verkaufen, Digga, wenn ich Bock hätte. Gebiete abkaufen? Nee, verkaufen. Also verkaufen. Tauschen wieder. Aber was will ich denn von Son haben? Ich will es eigentlich erobern. Die Schule habe ich doch jetzt hier drüben, oder? Akademie, das war doch da, wo die Schule... Jungs, ganz ehrlich, ich werde hier, glaube ich, da nicht groß was machen. Ich werde hier einfach plündern, die Gebiete, glaube ich... Ich werde die Gebiete wahrscheinlich irgendwie an die verkaufen. Für Geld. IT wird nach langer Zeit unser Verbündeter sein, hoffentlich. Also sehen wir die Idee. Ach genau, ich will mal gucken, ob ich hier. Die wollte ja nicht mehr handeln. Song kann da nicht mehr handeln mit dem Markt. Was ist das hier eigentlich? Ah, da ist eine Runde fertig. Das ist gut. Was ist das hier für ein Gebäude? Das ist ja noch eine ganz normale Mine. Ach du Scheiße. Hä? Oh mein, ach so, nee. Also ich glaube halt fast, dass mit der Korruption halt sich gleich erledigt. Fast sich gleich erledigt hat. Aber wir müssen mal gucken. Kann sein, dass wir dann viel mehr Geld machen. Handelsabkommen. Ich auch nicht, Digga. Komm, nächste Runde. Nein. Muss jetzt gebrochen werden. Ein Handelsabkommen musst du brechen. Naja, die handeln doch schon seit 10 Jahren nicht mehr mit mir, weil wir keine Grenze haben. Und die hatten den Handel ausgesetzt. Und ich kriege auch keine Grenze mehr. Aber nee, ich hab doch eine Grenze. Du hast doch einen Fluss und du hast doch Scheiß. Irgendwie ist es nicht möglich, auf jeden Fall. Dann bringt es ja nichts, da weiterzumachen. Suche ich mir lieber neue Handelspartner. Warum eigentlich nicht? Warum ist das nicht möglich? Der Fluss wird doch kontrolliert von uns. Ah, weißt du doch warum? Der Fluss wird nicht mehr kontrolliert von dir. Nicht komplett, weil Gondu doch Chang'an hat. Und vielleicht sind die mit Chang'an, Blödsinn. Vielleicht sind die mit Gondu im Krieg. Und deswegen können die da nicht durch. Die können nicht durch ein Kriegsgebiet durch, wenn die über den Fluss handeln. Das kann natürlich sein, oder? Ne, weil, ihr müsst halt bedenken, ne? Klar, man kann jetzt hier überall an Land gehen, aber der Handel ja nicht. Der legt ja nicht einfach hier mitten in der Prärie an und sagt so, holt mal eure Waren ab, und zwar bis drei, bis ich bis drei gezählt habe. Sondern die müssen ja logischerweise beim Fischereihafen bei Philipp zum Beispiel ansetzen. Ja? Weil da ist ja ein Hafen, auch wenn es Fischerei heißt, aber es ist ein Hafen. Ja? Oder die nehmen wir diese Handelssiedlung, und die Handelssiedlung bringt uns halt auch nicht so viel bei ihm. Weil er kommt ja auch wieder nicht übers Wasser rüber, wahrscheinlich. Weil es muss ja immer bis zur Hauptstadt. Wenn Philipp jetzt natürlich seine Hauptstadt versetzen würde, theoretisch, dann könnte Handel passieren. Praktisch, Hauptstadt versetzen, ne, ist ja Quatsch. Na, aber dafür handle ich handle jetzt mit allen drei Königreichen. Cool, oder? Auch nicht schlecht. Naja. Kann man jetzt so eine Kunden wieder. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Son zur Koalition einladen, wer denn? Yuan Shu. Yuan Shu? Ja, wozu? Wollen wir machen oder nicht? Son ist dafür. Deswegen, Son ist dafür. Die sind so klein. Also nicht. Aber die sind halt unter Gongdu, ne? Warum kann ich nicht ablehnen? Weil ich noch wahrscheinlich, Son hat minus 7 Nahrung. Ich glaube, ich kriege meine Nahrung gerade zurück und kriege jetzt von Son wahrscheinlich auch jede Runde ein bisschen Geld. Juhu! Schön mit Nahrung handeln. Son, sag mal, was läufst du da eigentlich schon wieder durch meine Prärie durch? Das habe ich schon mal gehabt irgendwann, das nur nicht von dir. War alles sein. Ja, will nochmal gucken, bevor er stirbt oder was. Guck mal, mein Enkel, da hinten habe ich gelebt. Alles klar, mein Bruder. Quatsch. Was wollen die jetzt schon wieder? Gondu, ey. Die sind gut, wa? Ey, Gondu hat mich echt überrascht, Digga. Ich dachte, das wäre echt so ein höchster Bauernstaat, der einfach wirklich die mehr als Stress machen kann, ne? Wir haben auch viele Fehler gemacht. Also ich habe ja, immer da, wo ich Armeen verloren habe, habe ich die ja auch sehr rücksichtslos, muss man mal sagen. Oh. Passiert. Oh, jetzt ist Winter, Digga. Wu hat Gondu gebeten, den Krieg gegen, den die Rebellen einzunehmen. Alles klar. Gebäude ist fertig. Büro des Währungskontrolleurs. Ah, Mensch. Und guck mal. Ein so ein Typ von mir haben sich wieder befreundet. So, laufen wir mal im Winter hier ein bisschen rum. Ihr könnt euch auch noch mal ein bisschen heilen. Ist es dein fucking Ernst, dass du jetzt einer anderen... Ey, du bist so behindert, ne? Boah, bist du behindert. Ey, der bleibt jetzt wirklich in einem Millimeter von einem anderen Territorium stehen.
Der soll sich aufladen, der blöde Typ. Boah, der ist doch aufgeladen. Ich glaube, der ist voll. Der andere muss sich aufladen. Ey, der ist auch nächste Runde aufgeladen. Perfekt, dann kann ich angreifen. Cool. Das. Ich meine, ich bin ja schon unglaubwürdig. Ich meine, ich juck da an eh niemanden, oder? Wenn ich jetzt wieder einen Krieg mache. So, Son, mein Dude, ich habe gehört, du brauchst Nahrung. Mein Dude. Mach ich doch. Ich hab kein Problem. Gebe ich dir doch. Ich geb dir 45. Ja, wo ich geb dir 40. 41. So, dafür gibst du mir Geld. Was, nur mal so als Frage, mein Guter. Du würdest mir nur noch je geben an Gebieten. Wo ist ein je? Kann ich da doppelt draufklicken? Dann sehe ich sogar, ja, er ist doch meins. Nein, Digga, du würdest mir die Reuna, du würdest mir deine Hauptstadt geben. Ich wollte schon sagen, natürlich würdest du mir nicht geben. Oder Penner. Ah, du würdest mir aber die Achterstadt hier geben. Die würdest du mir geben. Okay, wie viel willst du? Nur mal so als Frage, wie viel willst du dafür haben? 65, alles klar, hat sich erledigt, Junge. Schönen Tag noch. Wie viel Geld hast du? 1400. Ist das dein Ernst? Digga, der macht gerade mal 1300 noch plus, ne? Ist fies, Alter. Das war so klar. Also ich mache jetzt Son erstmal, ich würde sagen, ich mache den jetzt erstmal so kapitalistisch platt. Der macht 1350 plus, ich nehme jetzt 1010 jede Runde weg. Was? Geil, ne? So, Wu, was ist denn ja eigentlich mit Frieden? Was ist denn das Problem schon wieder? Oh, nö, Alter. Im Ernst? Ich versuche mal mit Wu irgendwie Frieden zu handeln, weil ich habe keinen Bock mit dem ewig Krieg zu führen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe zweimal diesen Scheiß hier. Was sieht denn aus? Eigentlich ganz gut aus. Also Wu macht, hat 8000 auf der Pritsche. Nicht so viel, ha? Nö. Oh, Alter, lecker halt rum, Spiel. Hier, ich mache einfach einen Dienststand weniger. Was machen wir denn? Ich mache einfach zwei Dienststände weniger und gebe den halt jetzt noch irgendwie was, was ich. Ey. Was willst du denn jetzt von mir für einen scheiß Frieden haben? 1000 Gold oder was? Nicht. Was? Fick. Ich hätte fast was Böses gerade gesagt, ne? Glück ja nicht. Keine bösen Wörter. Hey, Handelsabkommen anbieten! Okay, das machen wir. Ich krieg gleichzeitig noch ein Handelsabkommen. Das ist cool. Gefällt mir. Okay, dann den Scheiß und den Scheiß. 0,4 krieg ich jetzt auch hin. Hier, weißt du was? Du kriegst von mir irgendwie, wenn man das Handels mit Nahrung. Hier, Handel mit Nahrungsmitteln. Ja, genau, mit 10 Stück. Wie viel hast denn du? Nahrung. Hast du nicht viel, oder? Nee. Der Typ, glaube ich, der hat nicht viel. Das ist ja ein Witz des Tages. Du meinst, Lutz, wie viel Nahrung habe ich denn jetzt noch übrig? 10, ja? Du meinst, Lutz, das tut mir echt ein bisschen leid, dass es jetzt so ein bisschen dauert, ja, aber. Gib ich dir 4 Nahrung? Oh, Alter, also mit dem kannst du richtig mit Nahrung handeln, du. Wem jetzt? Mit Song? Nee, mit Wu. Ja, der hat ja auch wieder die Städte zu hoch ausgebaut, der Junge. Hätte ich das gewusst, ey. Der kriegt nächstes Mal richtig einen Nahrungsmittelvorrat. Der wird mit Nahrungsmitteln zugeballert, sag ich dir. So, gleichzeitig ein Handelsabkommen unterschrieben und Frieden gemacht. Klasse! So, Jungs, so macht man übrigens die Diplomatie im Spiel. Bombastisch. So, damit haben wir jetzt natürlich wieder Einkommen ohne Ende. Ja, ich habe 4 Armeen, habe 12.000 Einkommen. Das läuft auf jeden Fall. Auf jeden Fall in die richtige Richtung.
So, Taishan ist fertig. Sehr gut. Können wir hier gleich mal zack. Das entwickeln. Das habe ich noch Geld, ja. Das wollte ich vorher ausbauen, weil. Scheiß drauf. Ich das auch noch entwickeln will, wegen der Korruption. Sehr gut. Dann. Der Willkommen ist. im Clan. Genau, der ist gelaufen, der ist gelaufen, der ist gelaufen. Ich glaube, so nächste, übernächste Runde laufe ich ins Gebiet rein. So, sorry, hat ein bisschen gedauert, aber so ist das halt manchmal, ne? Tut mir leid. Ach, meine Armee ist fertig. Perfekt. Dann, mein Bruder, lauf Halten mal Sie bereit. irgendwo Rücken vor. zu einer Grenze, wo ich dann im Notfall auch Philipp helfen kann. Hinten rumzustehen bringt nicht viel. Bin fertig. So, jetzt gucken wir uns jetzt nochmal unsere Schatzkammer an. Handelseinkommen kaum 8000, ne? Wahnsinn. Das ist krass, Mann. Was? Sehr ja witzig. Was denn? Die zwei Generäle, als meine erste Armee vernichtet wurde, habe ich noch drei Generäle neu gebracht. Und Ja. die so toll fanden, die in dem roten Gewand. Ja, anscheinend ist sie mit dem anderen General verheiratet und die haben jetzt ein Kind gekriegt. Nee. Geil. Ja. Ey, bei ihm, ey, ich muss mal, ich hab irgendwie gar nicht auf die Kinder kriegen und so weiter, ne? Zum Rennen. Die muss, das ist, das, die ist so gel mit so einer gelben Schrift, das heißt, die ist ein legendärer Charakter. Ja. Frag mich jetzt nicht, Ist die Füllt mit wo die ihm, oder muss was? vorher arbeiten. Nee, ich glaube, die sind auch den Guan Yu, also ich glaube, die haben vorher alle für Liu Bei gearbeitet und den hast du ja fertig gemacht, genau die Runde, wo ich meine Armee verloren habe. Ja. Das heißt, Ich kann nicht. ich ja, hab die dann halt alle da rekrutiert, ne? Du hast den ausgelöscht und ich habe alle seine Charaktere übernommen. Alter, die ist voll heiß, man, die ist, mal, pass auf, die ist tatkräftig, schon mal geil für eine Frau. Die ist fröhlich, Bombe. Die ist feurig, das will man sowieso haben. Makellos, gütig ist er auch noch. Und treu, was willst du denn mehr von einer Frau? Wahnsinn! Perfekt. Und Level Alter. 4. Und 32, würde ich sofort nehmen. Alex, wenn du mir 1000 gibst, kann ich hier auf Scheiden lassen klicken. Ja, ich geb dir 1000. Oh, geile Typin. Digga, die hat den Titel Die aufgehende Sonne. Was eine Halleluja. Und hat ein hübsches Lächeln. Und eine hübsche Zufriedenheit. Die will auch nichts. Die will kein höheres Amt. Die will nichts. Was ich nicht so gut finde, ist, dass so bei dir nur Hofbeamte ist. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde sie bei mir würde sie mehr kriegen. Die Wo alte ist Sonne. Exzellenz? Die hat doch, die ist doch im Dings. Nee, als Titel ran bei dir. Das ist ja Hey, ihre. warte mal. Große Exzellenz ist ja sozusagen ihr Amt bei dir. Aber der Titelrang. Dann muss ich auf Befördern klicken, meinst du? Ja, also ich finde, die hat mehr verdient einfach. Warum gammelt eigentlich deine andere Typin da hinten rum? Kosten 1600, natürlich nicht ganz. Nicht ganz billig, ne? Brauchst du auch nichts, nur für die Zufriedenheit, Digga. Das war jetzt nur ein Witz. Trotzdem würdest du bei mir Aber mehr jetzt kriegen. Zufriedenheit nur. 88 hat die Stand da. Zufriedenheit hat sie. Ich muss Ist das gut? 88 von 100 ist okay, reicht. Ich habe da andere Kandidaten bei mir, du, die, ne, die heulen auch schon wieder rum. Die sind nicht so Bombe. Ich brauche noch einen Spion. Das geht. Schlimmster hat 40. Kann ich mal zu Königreich Warum Bar eigentlich? Ich wünsche schicken? eine höhere Haben. Hofposition. Meine Fresse, Alter. Das ist so ein dreckiger neuer General. Was ist denn der vom Rang her? Ach, das ist doch nur Versorger. Charaktergehalt 0. Kann ich mal anheben. Da heute nicht mehr so viel rum. Ey Mann, was ich mal bräuchte, wären Waffen, Rüstungen, die Leute mal ein bisschen verbessern und das durchgängig. Gibt's hier mal so einen Waffenschmied und einen Rüstungsschmied? Ich meine, ich weiß, wo die Dinger sind und die sind bei dir. Quasi in deiner Nähe. Also, Nähe ist auch vielleicht übertrieben. Anding, was wollte ich machen? Ich frage mich, hat Ich halt wollte Wu etwas irgendwie Krieg verwischen. gegen Qi? Ich muss mir mal so ein bisschen diplomatisch mal das ein bisschen reinziehen. Sicher, bevor ich hier irgendwie ins Westennest stoße. Das Problem ist, ich komme jetzt, sage ich da, sage ich, ah nee, ich bin jetzt im Frieden mit Chao. Ich bin jetzt komplett wieder Frieden. Kriegfrei. Bester Mann. Bester Mann. So, mal gucken, ob ich noch ein Gebiet kriege. Wahrscheinlich. Achso, was habe ich eigentlich für tolle Aufträge hier schon wieder? Die ja total viel bringen. Minus 45. Alter. Alter.
Oh, Landentwicklung kann ich nicht bauen, ich habe keins mehr. Ich neue Stadt. Unterstützung des Adels. Minus 5 Korruption. Und 15. Was muss ich machen? Eine Verwaltungskanzlei. Was ist eine Verwaltungskanzlei? Sagt mir jetzt nicht so tempelmäßig oder was, ne? Nee, das hier. Was ist das denn? Ach, mit dir, mit. Ah, okay. Mit Überbevölkerung, Siedlungsgebäude. Okay. Dann Spion. Was? Lass einen Spion folgende Fraktion infiltrieren. Wu. Was kriege ich dafür? 8% Nachschub. 5 Runden lang. Wu, wollte ich sowieso mal machen. Okay. Und was ist das? Eine Schule soll ich errichten. Na klar. Na gut. Machen wir das so. Mann. Was ist mein Guter? Läuft? Oder läuft? Nee. Wir wollten schnelle Runden machen. Ich kaufe mir jetzt noch ein Gebiet. Dann habe ich das da hinten weg, die Scheiße. Ackerland oder was? Ah, hast du. Na, heißt ja. Genau. Was sind da eine Rebellenarmee? 30 Essen für 10 Runden und. Was? 8030 Essen? 8000 plus 30 Essen pro Runde. Plus noch 4 so eine sinnlosen Pferde. Er hat einfach Pferde. Ich hab noch eine Armee drin gehabt. Nee. Oder achso, doch, das war John Doe. Ich dachte, das wäre gerade eine Rebellenarmee. Ah, cool. Genau. Ja, nice, ja, ist ein Ackerland. Das macht dir sowieso wieder übelst Nahrung, oder? Genau. Jetzt bin ich wieder bei. Obwohl ich 30 weggebe, hätte ich eigentlich noch bei 20 sein müssen. Bin aber hier jetzt bei 35. Also macht das. 15. Er hat 15? Das kann ja gar nicht sein. Ja, doch, mit den anderen Gebäuden zusammen, ne? Genau. Ackerland kann 30 machen. Hoch, am höchsten ausgebaut, glaube ich, meines Erachtens, waren es 30. Mann, wo rennst denn du hin, Son? Ich will irgendwann den dich Krieg führen, wenn du jetzt eine Armee im Hinterland hast, ist das scheiße. Ich glaube, genau deswegen macht er das. Oder, der will meine Hauptstadt angreifen. Weißt du, so hinterrücks einnehmen. Nur weil seine Hauptstadt von deiner umzingelt ist. Wir einfach tauschen. Einfach tauschen, Alter. Genauso wie du. Kauft deine Hauptstadt und verkauft seine. Johann Schuh hat Hahn-Kaiserreich den Krieg erklärt. Interessant. Don Du, oh. Hahn-Kaiserreich-Nachfolge, Don Du-Nachfolge, was denn jetzt schon wieder? Die Beziehung zwischen Fu, Ron. Oh Mann, ey. Erloschene Lampe. Geil! Was? Ja, irgendwie, irgendeiner hat sich zu meinem Hauptgeneral irgendwie, Tina hat keinen Bock mehr oder so auf den Tina. Warum nicht schon wieder? Aber die Lichter ausknipsen. Erloschene Lampe oder was? Erloschene Lampe stand da irgendwie. Mit nur noch 3 Armeen, Alter, wie viel haben die denn? Die haben die Hälfte ihres Gebiets verloren nach dem Krieg mit mir. Mehr? Oh. Achso, warte mal, ich hab ja erstmal eine Reform. Ja, Reformrunde. Nice. Erstmal Korruption hier. Bist du schon am Ende? Minus 6? Ich hab mal. 25%, das war doch. Das ist doch ein Witz des Tages hier, Alter. Was hast du denn gemacht? Die 5 Strafen oder was? Ich hab oben. Achso. Ich habe oben das Ding gemacht, warte, ich muss mal aufklappen, die Scheiße hier. Ich habe Münzprägung gemacht oben. Ganz oben ist das, so ein Einzelding. Oh, das habe ich schon eine Weile. Ich bin trotzdem bei minus 29% teilweise. Ich gehe jetzt den unten den Strang lang, wo es einmal 5 und einmal 6% gibt. Hast du den schon? Nee, gar nicht. Ich mach das halt, ich versuch's mit dem Minen zu machen halt. Was wollte ich jetzt gerade machen? Ich wollte gerade verhandeln, ich wollte gerade hier jemanden den Krieg erklären. Ach, ich wollte ja nicht verhandeln, halt ich einfach rein hier in die Bude. So, zack. Stürzt euch auf sie! So, delegieren. Warum kämpft meine andere Armee nicht mit? Oh Mann, ey. Ist voll. Ach nee, aber viel zu viele Leute verloren. Wenn die ja, sein müssen. Hier, plündern und zurückziehen oder was? Nee. Und besetzen, dann vertraue ich die Scheiße. Hier gibt es wenige Menschen, doch genug, um China zu dienen. Klasse, Alter. Dient dem Frieden. So, und du kannst auch mal hier reinlaufen. Und mich mal sehen, was hier drin ist im Ackerland von Gegnern nämlich. Nehme ich nichts, geiler Ding. Da ist die Hauptstadt und die wird richtig geplündert, Digga. Glaubst du, nee, ne? Wie die geplündert wird. So, ansonsten. Mein Süßer, läufst auch mal einen Meter nach vorne. Und ansonsten war es das über mir schon wieder. Und ich würde sagen, wir machen mal wieder einen kurzen Cut. Und wenn Philipp dann fertig ist, weil Philipp wird, glaube ich, nicht irgendwo angreifen, der wird uns nochmal bauen. Nein. Sehen wir uns gleich wieder, ne? Bis denn, ey.